Hallo, liebe Sims 4-Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich habe einen kleinen Fail gebaut. Mir wurde im letzten Part in die Kommentare geschrieben, dass kein Ton da ist. Und ja, ich konnte jetzt zwei Folgen komplett wegschmeißen, sprich Part 32 und 33. War ebenfalls kein Ton. Ich habe dann ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt und eine kleine kurze Probeaufnahme gemacht, um zu gucken, ob es daran lag und ob es jetzt wieder geht. Ich durfte mit Freude feststellen, dass es wieder geht, aber leider, ja, sind jetzt halt zwei Parts kaputt. Der eine, wo ich hochgeladen habe, Part 30 ist halt ohne Ton. Das ist halt scheiße. Mir ist wohl mitten in der Aufnahme leider der Ton irgendwie abgekackt, sage ich jetzt mal. Ich weiß auch nicht, was genau meinem PC oder was auch immer nicht gepasst hat, meinem Mikro, meinem Headset. Auf jeden Fall, jetzt geht's wieder, zum Glück. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig, was wir in den letzten beiden Parts alles gemacht haben. Ich weiß, dass wir zwischenzeitlich mal auf Pflanzensuche waren, weil die zwei ja zusammen Urlaub hatten. Wir waren auf der Waldlichtung. Dann, wir waren mit Juna auf einer Tanzparty. Das war Part 32. Ja, der Part ist jetzt halt komplett weg. Aber ansonsten dürfte es so an sich nichts verloren gegangen. Also nichts Großartiges jetzt gerade verloren gegangen sein. Das mit der Tanzparty hat mich halt dann schon aufgeregt, dass da halt auch kein Ton war. Ich habe es halt wirklich partout nicht gemerkt, weil ich eigentlich in Erinnerung hatte, als ich es, bevor ich es gerendert habe, Ton hatte. Wahrscheinlich habe ich beim Rendern irgendeinen Fehler. Ja, wahrscheinlich habe ich beim Rendern den Bockmischstang gebaut, dass da dann halt auf einmal der Ton weg war. Und ich habe halt, normal höre ich es dann nach dem Rendern auch nochmal Probe, so stichweise. Und da habe ich es halt nicht gemacht. Und ja, das war dann jetzt halt die Strafe dafür. Ja, so ist das halt. Kennenlernen. An Gruppenversammlung teilnehmen. Spielzeug kaufen. Nein. Ich bin gerade. Müssen die nicht arbeiten? Muss er arbeiten? Er hat frei. Sie auch. Ich glaube, wir haben im Part 31 sogar nochmal einen Patienten fast getötet. Naja, okay, du kannst ja bei Sims eigentlich niemanden töten, aber wir haben ihn halt falsch behandelt. Das hat halt nicht angeschlagen. Ich glaube, das war bei Part. Ich muss gerade echt überlegen, Leute. Ob es irgend. Befördert wurde niemand, so viel wie ich weiß. Ich kann hier schlecht gucken, weil ich habe das nämlich in der Zwischenzeit mal wieder gelöscht. Und da, dass ich auch ab und zu privat Sims 4 spiele, steht da halt auch, was meine andere Familien so oder Familie fabriziert. Das hier ist ja gerade das Events, sage ich jetzt mal, was zurzeit läuft. Das habe ich mit meiner Privatfamilie mal angefangen.
wollte ich eigentlich fürs Let's Play, fand ich das voll toll, dass die da so eine Herausforderung hier gemacht haben. Ihr habt jetzt ernsthaft den ganzen Tag verpennt? Oh Gott. Und da werden wir uns auch ranmachen, dass wir hier die neuen Totenköpfe finden. Nee, Zuckerschädeln. Sorry. Holly. Sozial und rufe an. Sozial. Wir rufen sie mal an. Wir machen das jetzt einfach. Dann kannst du. Hier ist doch noch irgendwas. Ach. Ich hab's gefunden. Okay, alles gut. Alles gut. Ich hab gerade nur wieder meine Einbildung gehabt. Ich weiß, Einbildung ist auch eine Weiterbildung, aber leider keine Fortbildung. So, ist sie? Ja. Da ist sie auch schon. Wir schauen sie uns mal an. Oh, es sieht aber nach einer netten Dame aus. Ja, sieht nach einer ganz netten Dame aus. So. Ah, Juno hat sich sogar angezogen. Ist ja schön. So, was steht da? Ich kann leider kein. Ist das Spanisch? Día de los Muertos. Könnte Spanisch sein. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Kostüme auch schon mal. Okay, also es gibt Leute, die laufen dann so rum. Wenn deine Sims die Zuckerschädelsammlung vervollständigen, können sie selbst in den Feierlichkeiten teilnehmen. Platziere die 9 verschiedenen Zuckerschädel im Zuckerschädel-Schaukasten, um die Interaktion verblichene e was verblichene Ehren freizuschalten. Wenn du diese Interaktion ausführst, erhält dein Haushalt den goldenen Schädel. Und deine Sims können erweiterte Interaktion mit dem Sensenmann durchführen. Jasmin Holiday hat einen Zuckerschädel-Schaukasten in dein Haushaltsinventar platziert, um dir den Einstieg in die Dia de los Muertos Herausforderung zu erleichtern. Wenn du ihn lieber in einer anderen Farbe hättest, kannst du den Kasten auch im Objektkatalog des Baummenüs in der Kategorie Lagerung kaufen. So. Schön und gut. So, während die zwei hier rumknutschen, schauen wir uns jetzt mal das Dings an. Okay, das hier ist das Teil. Sieht im Wohnzimmer, sieht es ein bisschen komisch aus. Ich häng's mal da in die Küche. Oder auch nicht. Doch, hier kann ich es hinhängen. Ich häng's mal dahin. Ich hätte aber allerdings gern auch einen Zuckerschädel. Leute, ich hätte gern einen Zuckerschädel. Rennt hier vielleicht einer so rum, der so komisch geschminkt ist? Rennt hier einer rum? Wahrscheinlich nicht. Bei meinem Glück. Da müssen wir wahrscheinlich in den Park oder so. Fupp. Nein, 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 nein. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Herausforderung angenommen habt und wie weit ihr schon seid, ob ihr schon alle 9 Zuckerschädel habt oder noch nicht. Oh, was wächst denn hier? Apfel? Okay, das sind dann wohl alles Apfelbäume. Ja. Okay, ich habe mich verlaufen. Ich gehe wieder so zurück. Passiert. So, wie fit? Oh, du bist leider zu fit.
So, wir machen mal bewässern. Sehr schön, Level 4 der Charisma-Fähigkeit. Nein, wir fragen sie jetzt nicht nach ihrem Tag. Ihr Tag war verschlafen. Was wir allerdings machen, Schätzchen, ist, dass du duschen gehst und danach Schach spielst. Und mit ihr gehen wir vielleicht am jeden. Aber eigentlich, weil sie muss ja morgen arbeiten, sie muss schlafen. Ah. Sie muss um 6 arbeiten. Sie ist noch relativ fit. Nee, wir schicken sie jetzt ins Bett. Also duschen und dann ins Bett, so rum. Und dann Level 4 der Logikfähigkeit, sehr schön. Und dann machen wir das morgen nach dem Geschäft, also wenn sie wieder da ist, gehen wir auf Zuckerschädelsuche und oh, was? Oh, sorry, aber das Kabel von meinem Headset, das macht sich gerade ein bisschen. So, jetzt. Nein. Ah, so, jetzt nervt es mich nicht mehr. Es hat sich gerade ein klein wenig selbstständig gemacht. So, wie fit bist du? Du bist auch noch relativ fit. Dich trainieren wir jetzt mal ein bisschen. Du kannst eh viel länger schlafen, weil du, ja, du musst erst um 13 Uhr arbeiten. Dann kann er ein bisschen trainieren. Er braucht sowieso Logik und Sport. Was? Doch Fitnessfähigkeit, stimmt. Für seinen Beruf. Ah, jetzt ist er sehr konzentriert, das ist sehr schön. Schachspiel beobachten, nein. So, das machen wir jetzt in dieser Reihenfolge. Und zwar jetzt. Bringt zwar nichts, wenn er duschen geht, weil wirklich stinken tut er jetzt nicht. Aber egal. Sie muss jetzt gleich arbeiten. Hunger ein wenig. Dann soll sie einfach Zerealien essen. Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Ich überlege, wie ich es jetzt am intelligentesten mache. Wow, Sims-Spieler auf der ganzen Welt haben insgesamt 2 Millionen. Doch, nein. 1, 10, 100.000, 10, doch 2 Millionen 100. Wow. Okay. Interessant. So. Wie sieht das Ding komisch aus? Aber wenn wir dann alle ne, das doch, dann könnte es schon gut aussehen, wenn da dann die ganzen Schädel drin stehen. Mich interessieren halt die Interaktionen, die man dann, also die weiteren Interaktionen mit dem Sensenmann, die man dann machen kann. Allerdings mache ich hier jetzt einen Cut. In der nächsten Aufnahme machen wir dann Arbeit und anfangen die Zuckerschädel zu suchen. Weil nicht, dass jetzt schon wieder bei mir alles abkackt und dann muss ich wieder so viel, geht halt wieder so viel verloren. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao.